Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema ganze Zahlen. Du erinnerst dich hoffentlich noch, was ganze Zahlen sind. Die ganzen Zahlen beinhalten die natürlichen Zahlen, also 0, 1, 2, 3 und so weiter, ergänzt um ihre jeweilige Gegenzahl. Die Gegenzahl von 1 ist minus 1, die Gegenzahl von 2 entsprechend minus 2, wir ergänzen minus 3 und so weiter. Also von minus unendlich bis plus unendlich sind die ganzen Zahlen jene Zahlen, die wir hier in Einserschritten erhalten. Warum ist nun das Rechnen mit ganzen Zahlen so wichtig? Eine der wichtigsten Operationen, die du im Kopf ausführen können solltest, ist das Ausführen von Überschlagsrechnungen. Für Überschlagsrechnungen wirst du oft beim Runden ganze Zahlen erhalten. Und mit diesen ganzen Zahlen solltest du dann im Kopf möglichst gut rechnen können. Die Basis dafür ist natürlich die Kenntnis des 1x1. Fürs Multiplizieren und Dividieren von ganzen Zahlen brauchen wir das 1x1 zumindest bis 100, also bis 10 mal 10. Für das Rechnen gelten entsprechende Regeln für die Vorzeichen bzw. Rechenzeichen. Du wirst dich noch daran erinnern, dass wir beim Addieren und beim Subtrahieren, wenn ein Plus auf ein Minus, ein Plus auf ein Plus, ein Minus auf ein Plus stößt und so weiter, dass wir da bestimmte Abkürzungsregeln kennen. Also, wenn wir zum Beispiel ein Rechenzeichen Plus kombinieren mit einem Vorzeichen Plus, dann wird das vereinfacht zu einem Plus. Wenn ein Rechenzeichen Plus auf ein Vorzeichen Minus stößt, wird daraus ein Minus. Umgekehrt, Minus als Rechenzeichen, Plus als Vorzeichen, wird ebenfalls mit Minus geschrieben. Und wenn ein Minus auf ein Minus trifft, wird daraus bekanntlich ein Plus. Ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel plus 3 mit plus 7 addiere, wird das vereinfacht zu 3 plus 7. Und 3 plus 7 ist bekanntlich 10. Plus 3 plus minus 7 wird zu 3 minus 7, also minus 4. Plus 3 umgekehrt nun minus plus 7 wird ebenfalls zu 3 minus 7 abgekürzt und zum selben Ergebnis minus 4 führen. Und schließlich plus 3 minus minus 7 ist wieder 3 plus 7. Und wir wiederholen das Ergebnis 10. Analog dazu verhalten sich die Vorzeichenregeln für das Multiplizieren und Dividieren von positiven und negativen Zahlen. Was ich hier fürs Multiplizieren sage, gilt analog natürlich dann auch fürs Dividieren. In dem Fall werden jeweils Zahlen mit Vorzeichen multipliziert oder dividiert. Zweimal positive Vorzeichen ergeben in dem Fall für das Ergebnis ebenfalls ein positives Vorzeichen. Eine Zahl mit positiven Vorzeichen multipliziert mit einer Zahl mit negativen Vorzeichen hat im Produkt dann ein negatives Vorzeichen. Wenn ich die beiden Faktoren von den Vorzeichen her vertausche, muss natürlich wiederum minus plus kombiniert wiederum ein Minus herauskommen und schließlich minus mal Minus ergibt bekanntlich wiederum Plus. Also angewendet auf unser einfaches Beispiel mit 3 und 7 bedeutet das nun, dass wir mit plus 3 plus 7 plus 21 erhalten, plus 3 mal minus 7 minus 21, minus 3 mal plus 7 wiederum minus 21 und minus 3 mal minus 7 ergibt plus 21. Mit diesen Regeln kannst du die einzelnen Rechnungen ausführen. In vielen Fällen werden diese aber kombiniert sein. Das heißt, in einer einzigen Rechnung kommen Strichrechnungen, Punktrechnungen und unter Umständen auch Klammern vor. Und in diesem Fall benötigst du Vorrangregeln. Du musst wissen, was du als erstes auszuwerten und auszurechnen hast. Die Regel nennt man abgekürzt die Klapustri-Regel. Mag sein, dass du sie unter diesem Namen nicht kennengelernt hast, sondern einfach nur gehört hast, dass Klammer vor Punkt
und vor Strichrechnung gerechnet werden muss. Wenn du dich an diese Regeln hältst, kommt am Ende auch das richtige Ergebnis heraus. Zur Erinnerung, innerhalb einer Klammer gelten natürlich wiederum die Vorrangregeln. Das heißt, auch dort gilt wieder Klammer vor Punkt vor Strichrechnung in der Klammer selber. So kann man diese Vorrangregeln untereinander auch schachteln mit mehreren Klammern. Und schließlich zum Abschluss, was du noch wissen solltest über ganze Zahlen, das ist die Bedeutung des Betrags. Unter dem Betrag einer ganzen Zahl versteht man ihren Abstand auf der Zahlengeraden vom Nuller, vom Ursprung dieser Zahlengeraden. Wenn ich zum Beispiel die beiden Zahlen plus 5 und symmetrisch dazu die Gegenzahl minus 5 habe, so haben diese beiden, minus 5 und plus 5, denselben Betrag, weil sie denselben Abstand zum Nuller haben. Ein Abstand wird natürlich nie negativ angegeben, also ist dieser Abstand ausgewertet 5 oder plus 5. Sollten innerhalb des Betragsstrichs noch Rechnungen vorkommen, so können wir erst dann entscheiden, was der Betrag ergibt, wenn wir das Ergebnis dieser Rechnung kennen. Der Betragsstrich ersetzt also quasi eine Klammer. Erst wenn wir minus 2 mal minus 7 ausgewertet haben zu minus 9, können wir daraus dann den Betrag ziehen. Der Betrag von minus 9 ist als Abstand wiederum plus 9. Und damit haben wir erst nach zwei Schritten das Ergebnis erhalten. Ich hoffe, dass du mit diesem kleinen Überblick dich nun wieder an das Rechnen mit ganzen Zahlen erinnern kannst und wünsche dir viel Vergnügen bei deinen nächsten Überschlagsrechnungen.